So, hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Die letzte Folge schon wieder mit Tobi, heute beim Silverglade Championat. Ich bin wieder mit derselben Ausrüstung wie auch schon bei den letzten beiden Championaten unterwegs. Beim ersten Mal bin ich zwar nicht platziert worden, aber gut durchgekommen. Gestern dann doch ein paar Fails, die ich jetzt einfach mal auf den rutschigen Boden im Firgrove zurückführe. Nein, ich habe nicht gefailt, das war nur rutschig. Das waren keine optimalen Bedingungen. Mal gucken, wie es heute in Silverglade läuft. Jo, leg los, Tobi. So, und auf geht es mit dem Silverglade-Championat. Die letzten Male habe ich mich hier auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Zumindest nicht mit so mega viel. Wenn ich mich bei jedem Championat mit so viel Ruhm bekleckern würde, wie ich mich mit Essen bekleckere, wenn ich was esse, dann wäre ich jedes Mal gut dabei. Hauptsache blöde Sprüche klopfen und dann klebe ich gleich wieder am nächsten Zaun. Das kommt dann davon. Das kommt dann wieder davon. Wie wäre es, wenn ich mal versuche, mich zu konzentrieren? Aber nein, das ist zu viel verlangt. Mal wieder. Heute habe ich echt wieder mega Probleme. Oh Gott, mega Probleme hier, dass ich so wenig Leute sehe. Eben beim Stream. Habe ich mega wenig Leute nur gesehen. Ah nein, hängen geblieben. Jetzt gibt's kein Futter mehr, Tobi. Du bist zu dick. Da habe ich so wenig Leute gesehen. Und die sind dann alle erst ewig viel später aufgeploppt. Oh Gott. Ja, die Victoria wurde gerade umgemäht. Ja. Mach du mal lieber Platz, Kuh, oder stell dich anderen Reitern in den Weg. ärgerlich mit dem einmal hängen bleiben, ne? Das könnte mich jetzt schon einiges gekostet haben wieder. An Zeit. Das heißt könnte, es hat mich auf jeden Fall einiges an Zeit gekostet. Es könnte mich eine Platzierung gekostet haben. Nein, schon wieder hängen geblieben. Die Alexis auch, aber ich war halt auch. Aber ich hätte sowieso dann nur Blech bekommen. Hätte mir sonst auch nicht viel gebracht. Immerhin ein Sternchen für die Leistung. Immerhin. Ja, Platz 5. Oh, und Silver Champion, weil ich beim Silverglade Championat jetzt zum ersten Mal teilgenommen habe. Stimmt, da war ja was. Jo, irgendwie war das jetzt gerade nicht so richtig Fisch, aber auch nicht so richtig Fleisch. Es war irgendwie weder Win noch Fail. Ich habe zwar gefailt, aber die Platzierung war trotzdem nicht so mega schlecht. Wer war denn dabei? Jamie Eveningwater, Claire Gold Hurricane, Melanie Goldlord, Anya Firepaw, Julia Mystery Fire, Lucy Greenstone, Francesca Summersong, Lillian Eveningheart, Lina Birchgren, Luna Goldsong, Victoria Weisthorn. Dann reihe ich mich ein, Alexis Moonstream und ganz besonders herzliche Glückwünsche an die drei Platzierten. Auf Platz 3 die Stella Mighty Water, auf Platz 2 die Anita Foxstreet und auf Platz 1 die Petra Sweetnose. Hat wieder alle nur noch Staub schlucken lassen, war wieder mega gut unterwegs. Die hat echt, die reitet einfach genial. So, ja, das war's jetzt wieder mit den Wins and Fails von Tobi. Ich bin mal gespannt, was morgen für ein Update kommt. Es werden ja 4 Wochen für neue Ponyfarben rum. Jetzt kam aber letzte Woche die Urpferde und ein neues Pony in der App. Von daher vielleicht auch denkbar, dass das Strandfest unten in Vorpinter mal wieder anfängt. Das dürfte ja auch bald mal wieder soweit sein. Lasst uns überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!